Das Feld war berührungsempfindlich. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Das Feld zu berühren brachte nichts. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Okay. Du bist fein damit, Janus. Okay, du hast nichts dagegen, wenn wir Waffen jetzt Fluch weiterspielen. Was haben wir denn hier? Mitten in der Kammer war ein großes Loch, dessen Grund von Kristallen bedeckt war. Oben waren zwei große Kristalle in Ringe eingelassen. Anscheinend leiteten sie einen Energiestrahl von einer Seite des Raumes zur anderen. Ja, cool. Ganz toll. Und was mache ich jetzt? Es war irgendein uraltes mechanisches Gerät. An einem Ende waren drei Aushöhlungen mit Kristallen darin, am anderen drei Vorsprünge. Mit einem so großen Gegenstand konnte ich nichts anfangen. Ja. Was ist das da für eine Konsole? Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Okay, wir können das ganze Ding hier drehen. Was können wir noch machen? Oh! Okay. Erstaunlich. Die Maschine schwebte über dem Boden, als wöge sie nicht mehr als eine Feder. Als wöge sie. Ja, cool. Dann pack die mal zu den Kristallen. So herum funktionierte es nicht. Oh, schade, ne? Und wenn du das jetzt noch einen weitermachst? Komm, drück den Knopf. Okay, ich drück den Knopf, aber es passiert nichts. Und dann in die Richtung vielleicht? So nicht. So nicht. Okay. Ja. Ja, okay. So. Vielleicht? Ja. Können wir das nur hier machen oder können wir bei den anderen auch was machen? Was ist hier mit den Hieroglyphen? Nix. Das Feld zu berühren brachte nichts. Vielleicht. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Vielleicht können wir das ja, genau. Vielleicht können wir das ja aktivieren, indem wir da irgendwas wieder machen und dann wird das ganz toll. So. Dann funktioniert das mit dem Feld auch. Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Oh, jetzt geht der andere. Okay. Können wir die irgendwie zusammenführen? Ja. Ich guck mal, ob das jetzt mit der Schalttafel geht. Hey, es hat funktioniert. Toll. Wir müssen die jetzt eigentlich nur zusammenbringen. In der richtigen Reihenfolge. Und dann knattern wir das Ding mit den Edelsteinen in Richtung der Tür. So ungefähr. Ja, da ist ja nichts drin. Hol mal das Teil dazu. Und das muss jetzt halt passen, ne? Genau, das passt aber auch. Macht das so nicht. War doch. Das passt super. So nicht. Doch. Können wir den Strom ändern? So, der Strom. Dann nimm halt den. Aber der hat die falsche Seite. Eigentlich. In dieser Richtung bewegte es sich nicht. Da sind die ja auf der falschen Seite, die Nibbles. So herum funktionierte es nicht. Ich muss den ja auf jeden Fall dann reinkriegen wieder. Deswegen mache ich jetzt mal die Stäbchen nach vorne.
Aber der müsste halt eigentlich zuerst, also wenn das halt eins werden soll, müsste es jetzt der werden. Das ist das Ding. Ich will ja nicht den nehmen. Ich will ja schon den. Ja, genau, so will ich das haben. Wieso hat denn das die ganze Zeit nicht geklappt? Das zweite Teil passte genau. Ja, prima. Dann kannst du ja jetzt den nächsten nehmen. Schieb den doch einfach rüber. Wieso geht denn das nicht? Okay, jetzt. Ja, ich weiß immer mit dem Kreis da drinnen nicht, wann der geht. So, jetzt muss der gedreht werden. Und dann kann der rüber. Nein! In die andere Richtung, verdammt. Okay. Wieder da herüber. Und noch ein. Müsste jetzt eigentlich stimmen. Ich hielt den Atem an, als das letzte Stück einrastete. Perfekt. Okay. Einfach mal halt irgendwas auch zusammenbauen mit irgendwelchen Energien, wo er keine Ahnung hat, was das überhaupt ist. Aber er hat das Puzzle halt gelöst, ne? Hat die Rakete da zusammengebastelt. Prima. Mithilfe des Gerätes ließ sich die Richtung des Energiestroms umkehren. Er weiß doch gar nicht, was er macht. Hä? Okay, hat den... Über dem Ausgang war ein Blitzsymbol, genau wie das in Paris. Ich habe den Blitz jetzt in die andere Richtung gemacht, ne? Gleich explodiert hier alles. Okay, ich weiß nicht, ob das... Keine Ahnung. Ich packte den Ring am Fuß der Stange. Jetzt konnte ich den Kristall jeweils um 90 Grad weiterdrehen. Durch Drehen des Kristalls ließ sich der Energiestrahl zum nächsten Kristall lenken. Ja, prima. Super. Schön. Was machen wir hier genau? Was ist das da hinten? Hallo? George? Steuerung? Okay, wir wollen alle Lichter zum Leuchten kriegen. Alle Lichter sind schon da. So, dann wollen wir den mal da hinten in der Ecke drehen. Nee. Nee, nee. So. Nee, auch nicht. So. Genau. Genau. Prima. Ihr seid alle miteinander verbunden und so. Nur der hier nicht. Der Energiestrahl wurde von der flachen Seite des Kristalls zurückgeworfen. Lieber doch in die Richtung. Oh ja, Gesundheit. Aber der geht jetzt hier nicht... Wo geht der denn hin? Was ist das hier? Wo kommt der Strahl her? Hier aus der Wand. Hä? Okay, ich guck mal, ob das hier irgendwie richtig ist, was ich mache. Ich laufe auch einfach durch die Energie durch. Völlig egal. Jetzt will ich mal wissen, was der Computer sagt. Immer noch bei 4 nur. Falsch. Na, dann doch lieber dahin. In die Ecke hinein. Da lang. Das ist ja alles super, nur
muss es ja überall strahlen. Hm. Ich will mal, was sagt Computer? Wenn nur der Bereich da ist. Ja, entweder die Welt explodiert oder nicht. Wir versuchen es. Ja, ja, genau das. Okay, immer noch nur 4. Okay. Ich meine, es leuchtet dahin, es leuchtet dahin. Und wenn ich den Strahl doch nochmal umdrehe in die andere Richtung, ändert das dann irgendwas? Also ich habe ja da rumgefummelt an der Energierakete. Sie saugt ja quasi alles auf gerade. George, was machst du da? Mithilfe des Gerätes ließ sich die Richtung des Energiestroms umkehren. Ja, genau. Wir machen das jetzt genau in die andere Richtung. Yay! Strahl raus. Hm. Wird schon stimmen. So, wo geht das Ganze denn jetzt hin? Ja, in die Wand muss es ja nicht. Das heißt, der hier ist ja nicht richtig. Der ist einfach nicht richtig. Nee. Ja, er geht aber leider nicht raus, ne? Er geht nur hin. Oder in diese Ecke. Das ist ein bisschen doof. Verschwendete Energie. Hm. Was ist, wenn wir den drehen? Und dann nochmal umleiten. Geht das irgendwie? So, der wird dahin geleitet. Der hier, der wird gerade nämlich nirgendwo hingeleitet. Vielleicht können wir den nochmal irgendwie hindrehen. Genau. Oh! Ey, guck mal, du. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Das ist ja noch eine Konsole. Das gibt's ja nicht. Das ist die andere Hälfte. Was ist hier oben? Denn da? Oh. Hey, Nico. Hey, Nico. Hey, Nico. Hey, wir haben Nico befreit. Das haben sie eingebaut, damit wir überhaupt Nico befreien können. Ich verstehe. Die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. Nico ist halt einfach wieder da, so random. Sie sagt auch nichts, sie hat halt einfach mal eine Stunde oder so jetzt gestanden und gesessen in ihrem coolen Lara Croft Outfit und nichts gemacht. Richtig scheiße. Okay, das heißt, wir können das Ding wieder drehen. Oder auch nicht. So, das ist super gelaufen, klar, aber irgendwie müssen wir den Strahl... Die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. Genau, deswegen machen wir ja auch hier so einen Energiekram. Weil wir damit die Maschine irgendwie bewegen können, wie es scheint. Wie komme ich denn jetzt wieder an die Konsole ran? Jetzt Energie absaugen. Ja, okay, das heißt, ich drehe das lieber wieder zurück. Okay, dann lasse ich das mal so stehen. Wir haben Energie reingepusht. Es gab keine sichtbare Vorrichtung, um die Tür zu öffnen. Wir müssen da die Energie wieder durchschleusen, wie es scheint. Das heißt, diese Tür wollen wir öffnen. Die wird dann gleich raufgehen. Wenn wir es richtig geschafft haben. Beziehungsweise ich. Hier, bedienen die Konsole. Glitsch dich mal hin zur Konsole. Was? Keine Ahnung. Mithilfe des Gerätes ließ sich die Richtung des Energiestroms umkehren. Yay. So, jetzt saugen wir wieder. Es wird gesogen. Aha.
Ja, klasse. Direkt alles richtig gemacht. So. Das Ding ist jetzt frei. Kann es sein, dass wir Nico brauchen, die andere Konsole benutzen soll? Hey Nico, kannst du dieses Feld bedienen? Klar, mit Vergnügen. Yay. Okay, das heißt, wir werden das mal gleichzeitig machen. Okay, Nico, fertig? 3, 2, 1, los! Wuhu! Weißt du was? Wir beide sind gar nicht so schlecht, Nico. Dream Team. Unschlagbar, George. Voll gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, das Erdbeben wieder. Nein, das Erdbeben. Warte, kann ich speichern? Scheiße, ich kann nicht speichern. Es wird immer schlimmer. Wir müssen uns beeilen. Oh nein, nein, nein. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Halte den Atem an. Kann ich speichern? Oh, warum kann ich denn nicht speichern? Dreck. Ich spüre die Kraft, George. Wir müssen jetzt ganz in der Nähe sein. Glaubst du, wir müssen da durch? Ja. Nico, ich muss dir etwas sagen. Wenn mir etwas passiert... Ja? Kannst du meine Tim und Struppi-Sammlung haben? Danke, George. Ich bin gerührt. Oh, ich kann speichern. Ohohoho. So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Ich würde ja auch gerne mal nach 3 Stunden den Filter von meinem Gesicht ändern, dass ich nicht immer aussehe, als hätte ich eine grüne Krankheit, weil da einfach der Kontrast halt gerade nicht stimmt. Aber ich kann ja nicht aus dem Spiel switchen, weil dann stürzt es vielleicht wieder ab. Deswegen lasse ich es einfach. Ihr habt euch ja an mein grünes Gesicht eh schon gewöhnt. Nichts rührte sich. So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Wandtafel hat eine Vertiefung. Siehst du das Blitzsymbol? Wie immer. Die Metallscheibe, die ich den Durchlöcherten abgenommen habe, trug das gleiche Symbol. Yay. Okay. Na dann. Tun wir mal unsere Blitzmünze da rein. Wer war dann wohl der Soldat, der Verstorbene da? Ich glaube, es hat funktioniert. Hey, der hat uns gerettet. Oh. Oh. Toll. Die Scheibe war noch warm. Das ist ja doof gelaufen. Also muss ich schon wieder festhalten. Nein. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Wir müssen noch beide durch. Mist. Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Vielleicht können wir da irgendwas reintun? So nicht. Wie ärgerlich. Die Scheibe war noch warm. Ich hatte die Metallscheibe bei der Leiche gefunden. Ein Blitzsymbol war darauf eingraviert. Können wir die irgendwie fixieren? Oder so? Können wir da irgendwas zuerst reintun? Erst musste ich die Scheibe wieder in die Vertiefung schieben. Ja, aber dann fällt die ja wieder raus. Aber so fällt sie jetzt wieder raus. Ich glaube, es hat funktioniert. Autsch! Ist das heiß?
Ohne einen Schutz für meine Hände konnte ich sie nur ein paar Sekunden lang festhalten. Ach so, gut, dann nehmen wir die mal wieder und dann nehmen wir unsere Unterhose, unsere mitgetragene... Die Scheibe war noch warm. Unsere tolle, mitgebrachte Boxershorts, weil die ja so heiß ist. Ich glaube, es hat funktioniert. Das würde ich auf keinen Fall tun. Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Nützt nichts, sie zu berühren. Aber sie fühlt sich angenehm an. Angenehm. Es fühlt sich angenehm an. Soll ich die Stola mal probieren? Was soll's? Try and error. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich kann nicht gleichzeitig die Scheibe halten und durch die Tür gehen. Nico? Ja, George? Die langweilt sich ja eh. Die streckt sich ja schon. Hier, Nico, nimm das Tuch. Damit kannst du die Metallscheibe festhalten. Genau, und Nico. Was machst du? Ich gehe durch die Tür und sehe mich mal um. Wo ist Kaugummi, wenn man ihn braucht? Genau. Echt. George? Alles klar, George. Beeil dich. Beeil dich. Es war ungeheuerlich, genau wie bei der Kraftquelle in Paris. Super! Nicht schon wieder. Da war eine Energiesäule. Und wieder hielt sie in ihrem Strahl einen Stein. Ich fragte mich, ob dies auch ein Schlüssel war, genau wie der Omega-Stein. Bitte nicht wieder eine Szene, wo ich nochmal, ich habe ein Trauma. Was ist passiert? Es war wie in Paris, nur ohne Blutvergießen. Ja? Ich habe noch einen Stein. Und weißt du was? Er trägt ein Symbol, ein Alpha-Zeichen. Ja, klasse. Das Symbol für Alpha war auf der Oberfläche des Steins. Okay, wir haben Alpha und wir haben Omega, ne? Genau. Genau, Beta und Isodonna. Und dann, gehen wir wieder zurück. Warte, speichern. Ich trau dem Spiel null. Halt, keine Bewegung. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank gespeichert. Wenn das nicht deine Partnerin aus der kleinen Show in Paris ist. Und sie spielt immer noch dieselbe Rolle, wie ich sehe. Vielleicht verfolgt sie dich. Schnauze! Alle beide! Her mit dem Schlüssel! Der Schlüssel? Oh, ich vergesse ständig Schlüssel. Sie müssen mein Gedächtnis auffrischen. Welchen Schlüssel meinen Sie? Keine Spielchen, Storbert. Ich weiß, dass Sie ihn haben. Sie haben ihn aus dem Safe gestohlen. Ach so, der Schlüssel Salomos. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Her damit! Würden wir ja gern. Aber... Wir haben den Schlüssel gerade nicht bei uns. Wir haben ihn zu Hause gelassen. Sie haben ihn also nicht? Nein. Das ist schade. Sehr schade. Tja, tut mir leid, dass Sie die weite Reise umsonst gemacht haben. Oh, die Reise war nicht umsonst. Gut. Ich wollte Sie sowieso töten. Los, George. Nichts wie weg hier. Oh nein, nicht schon wieder. Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Oh, geschafft. Oh nein. Komm, George, wir müssen uns beeilen. Oh-oh. Oh nein! Was? Was? Schon wieder so eine komische Szene! Nein, nicht schon wieder so eine komische Szene! Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Oh nein. Aber. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Komm, George, wir müssen uns beeilen. Okay. Da war der Fehler. Ich habe den Fehler erkannt. Alles gut, alles cool. Wir müssen nicht 10 Stunden nochmal. Ja, schnell! Harry, wir müssen los! Harry, komm! Zum Hauptbahnhof, wohin denn sonst? Bringen Sie uns nur hier.
jetzt, wo du wieder da bist, George, könntest du mir einen geschäftlichen Rat geben. Ich muss mal wieder was anderes machen. Ich will das Taxifahren aufgeben und mich... Wie ist sie denn da eigentlich hingekommen, ohne an Harry vorbeizugehen? Und dein Gesichtsausdruck, als die Stacheln herausschnellten. Da siehst du, was passiert, wenn du André auch nur 5 Minuten allein lässt. Du Scheiße. Nico, es tut mir leid, ich... André, was ist passiert? Irgendwelche Kerle. Sie haben die Wohnung verwüstet. Aber warum? Sie wollten den Schlüssel Salomos. Wir haben gesagt, wir hätten ihn nicht. Oh, du Ärmster. Ach, die paar Kratzer wirst du schon überleben, André. Aber wo ist Bruno? Sie haben ihn mitgenommen. Und du hast das zugelassen? Moment mal, George. Ich war bewusstlos. Wahrscheinlich eher mutlos. Was macht der denn hier? Als ich zu mir kam, stand er da. Seitdem telefoniert er ständig. Wer ist das überhaupt? Ein echtes Bullenschwein, ein Blödmann, ein Idiot, ein aalglatter, holzköpfiger... Aha, der Polizist, der dich eingesperrt hat. Mutig ist er, das muss ich ihm lassen. Und was soll das wieder heißen? Also erzähl uns von den Kerlen, die dich zusammengeschlagen haben, André. Einer war ein richtiger Gorilla. Ich glaube, sie nannten ihn Flap. Flap? Cesaros Männer. Sie haben vielleicht Nerven. Das ist eine Grundvoraussetzung meines Jobs, Mademoiselle. Ich sollte sie rauswerfen. Wie Sie wünschen. 2 Tage lang haben Sie mich eingesperrt. Das hat man mir berichtet. Heißt das, Sie wussten es nicht? Ich wurde mit einem anderen Fall betraut. Und warum sind Sie jetzt hier? Jemand hat die Akte Collar von meinem Schreibtisch gestohlen. Ich dachte, Sie seien vielleicht in Gefahr. Also, hat derjenige, der das hier angerichtet hat, eine Kontaktperson bei der Polizei? Mehr als eine. Erinnern Sie sich an den roten Sportwagen, Mademoiselle? Alle Informationen darüber sind plötzlich als geheim eingestuft worden. Cesaro hat also mächtige Freunde. Cesaro? Er ist ein mächtiger Mann. Ein Einsiedler. Ein Sektenführer, über den ich mal einen Artikel geschrieben habe. Das hat er mir wohl übel genommen. Jedenfalls hat er einflussreiche Verbindungen. Ein Mann, auf den die Beschreibung Ihres Monsieur Ostwald passt, wurde vor wenigen Stunden durch den Zoll am Flughafen geschleust. Obwohl er offenbar unter Drogen stand, hatten die Zöllner Befehl, ein Auge zuzudrücken. Wo wollten Sie hin? Sie stiegen in eine Maschine nach Prag. Was in aller Welt hat Cesaro in Osteuropa zu suchen? Offenbar handelt es sich um eine Verschwörung. Nicht nur in meiner Abteilung, sondern im ganzen Polizeiapparat, vielleicht sogar landesweit. Mit Ihrer Erlaubnis, Mademoiselle, ich möchte meine Hilfe anbieten. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Inspektor. Nein, keineswegs. Es ist meine Pflicht. Könnten Sie in Ihren Datenbanken nach Cesaro suchen? Wohnort, Gewohnheiten, solche Sachen? Natürlich. Ich fange sofort an. Warum hast du ihm nicht gesagt, was wirklich los ist? Damit wir noch verdächtiger erscheinen? Nein, vielen Dank. Nun glaubt er sogar, dass er uns hilft. Was ist jetzt wieder los? Was ist, wenn es diese Schläger sind? Ich glaube nicht, dass die anklopfen würden, André. Beatrice? Bonjour, Mademoiselle. Hoffentlich störe ich nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Natürlich, kommen Sie herein. Wer ist denn diese Schönheit, George? Du meinst, wer Schönheit? Hat die denn ausgegraben? Wie? Ach, nichts. Du kennst sie also nicht? Ich hatte nie das Vergnügen. Darf ich vorstellen? Das ist George und das ist André. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Oh nein. Hi. George ist Amerikaner. Wahnsinn! Roswell, Kennedy, die Mondlandungen. Richtig. 3 unserer größten Erfolge. Das ist Beatrice. Sie war Vernons Freundin. Gibt es etwas Neues? Wissen Sie schon, wer... Er wurde von einer gewissen Petra umgebracht. Sie arbeitete im Auftrag einer Geheimgruppe. Weiße Rassisten, was? Noch schlimmer, Größenwahnsinnige. Klingt unheimlich. Eigentlich geht es nur um einen Mann. Er heißt Cesaro. Beatrice. Er leitet eine Gruppe, die man früher die Neo-Templer nannte. Vernon hat oft über die Templer gesprochen. Wer waren sie? Der Templerorden wurde vor über 800 Jahren im Heiligen Land gegründet, um die christlichen Pilger vor den muslimischen Armeen zu schützen. Die Zahl der Templer wuchs und sie wurden so reich, dass sogar Könige zu ihnen kamen, um sich Geld zu leihen. Aber auf dem Gipfel ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er ließ sie ergreifen und der Inquisition übergeben. Der letzte Großmeister wurde 1314 bei lebendigem Leibe verbrannt. Aber Sie glauben, es gibt sie immer noch? Einige Gruppen, ja. Und die haben meinen kleinen Schnucki umgebracht. Haben Sie das? Wir wissen nicht mit Gewissheit, dass es die Templer waren. Vielleicht wollen sie uns alle umbringen. Mich haben sie angegriffen. Sehen Sie hier. Sehen Sie hier in meiner Hand.
Hier. Aber sie haben sie bekämpft. Sie leben. Sie müssen sehr mutig sein. Ja. Tolkien vielleicht. Ah, oder vielleicht André Lobineau. Sie haben recht, Beatrice. Wir sind hier nicht mehr sicher. Ich bin in Vernons Wohnung gezogen. Sie könnten bei mir wohnen. Hört sich gut an. Moment, wir müssen etwas wegen Bruno unternehmen. Wie? Wir wissen nur, dass er nach Prag gebracht wurde. Dann sollten wir genauer herausfinden, wohin in Prag. Und wie sollen wir das anstellen? Erinnerst du dich an das Theaterbüro? Das mit dem schießwütigen Gorilla? Offenbar gab es dort Dinge, die es wert waren, dass man sie verteidigt. Glaubst du, wir könnten dort einen Hinweis finden? Es ist einen Versuch wert. Ich gehe hin. Du bringst unsere Sachen in die Wohnung von Beatrice. Dabei helfe ich. Und buchst uns Flüge nach Prag. Warum soll gerade ich das machen? Weil du der mit dem Geld bist, George. Bevor wir überhaupt irgendwo hingehen... Beatrice, es gibt eine Botschaft auf einer DVD. Die sollten Sie sich ansehen. Das macht sie doch gerne nochmal einen Film über ihren Schnucki gucken. Oh, jetzt bin ich wieder hier in diesem... Ist übrigens Essen bestellt worden, mal wieder. Weil ich es mal wieder verkackt habe mit dem Kochen und Stream gleichzeitig. André macht die Krabbe, um nach Geld zu schnorren. Ja, also. Ich spiele... Felix kümmert sich um Essen. Dafür habt ihr ein bisschen länger noch was von mir und dem Spiel. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, ich war doch so froh, dass ich hier raus bin. Oh, ich will nicht hier sein. Ich krieg eine Cola. Ich krieg keine Cola. Heldenhaft im Sandsack. Ich musste grinsen. George war nicht der Ordentlichste. Fritz Cola. Du machst mir eine Flasche hin mit einem Deckel drauf und ich... Wir trinken mit dem Deckel drauf. Seriously? Das kannst du doch nicht tun. Warte. Ich merk's noch nicht mal. Bitte. Prost. So, das zum Thema Trinken. Ich soll ja mehr trinken. So ist der Typ jetzt da unten. Hier kann ich runter. Also dann. Yes, und wir sind wieder ein Stockwerk unten angegangen. Oh, erstmal dagegen gelaufen. Ich an George Stelle würde aber Nico nicht gerne alleine hier rumstreunern lassen, ne? Das ist klar. Tür 1, Tür 2, da vorne geht's rum. Da so rein. So, hier jetzt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ein neuer Bereich. Die Aktentasche war voller Papiere. Jemand hatte es sehr eilig gehabt, wegzukommen. Was konnte so schrecklich sein, dass es sie alle davonlaufen ließ? Und wer war die Gestalt in dem Umhang? Die Aktentasche Nein. war voller Papiere. Jemand hatte es sehr eilig gehabt, wegzukommen. Ich wollte das Zahnrad. Ich durchsuchte die Aktentasche, aber sie enthielt nur Dokumente, die das Theater betrafen. Nichts deutete auf Susarus Machenschaften in Prag hin. Okay. Da ist da jetzt noch jemand? Oh Gott, Flap! Ich wehr dich nicht. Dadurch wird's nur schlimmer. Nicht schon wieder. Jetzt kommst du mir eine Weile nicht in die Quere. Ein Glück, dass ich die Stola dabei gehabt hatte. Also, wo war ich vor dieser lästigen Unterbrechung stehen geblieben? Okay, alles cool. Wie ich jetzt immer Angst habe, irgendwie bei solchen Quicktime-Momenten. Wieder mal Flap, der uns in den Weg kam. Der eigentlich voll der miserable Aufpasser ist. Sollten die ja auch langsam mal begriffen haben, aber trotzdem setzen sie ihn immer wieder ein. Für die wichtigen Dinge. Was haben wir denn hier? Es war irgendein Sicherheitsbericht von einem privaten Anwesen. Leider enthielt der Bericht keine Adresse. Prag wurde darin erwähnt, aber der genaue Standort hätte überall sein können. Prag! Zwischen den letzten Seiten lag das Foto eines großen Schlosses. Das Auf der Rückseite war ein Drachensymbol. Viele solcher Schlösser konnte es in Prag nicht geben. Ich wusste genug, um Susarro aufzuspüren. Vielleicht ist das ja unser nächster Zielort.
Sind wir hier richtig? Das ist hier noch unheimlicher als auf dem Foto. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Melden sich da etwa deine Vampirjäger-Gene? Tut mir leid, George. Heute nicht. Hoffentlich ist Bruno noch da drin. Jetzt bin ich echt sauer. Sieh die Sache positiv. Jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr über eine Autoverfolgungsjagd zu machen. Was hat George für eine coole Jacke an? Wieso trägt George seit neuestem immer so cooles Zeug? Eine geile Jacke hier und sie immer dasselbe. Ja? Hast du eine Idee, wie wir reinkommen sollen? Wenn du klug wärst, hättest du einen Lageplan mitgebracht. Danke für die Blumen. Aber das ist natürlich nicht deine Art. Deine offenbar auch nicht. Nein, ich improvisiere lieber. Macht mehr Spaß. Ganz meine Meinung. Eine Lösung findet sich meist von selbst. Okay. Ich habe Angst, dass sie Bruno schon umgebracht haben. Hoffentlich hat er nicht zu viel ausgeplaudert. Dein Mitgefühl ist rührend, George. Dieses Schloss sieht uralt aus. Es ist aus dem Mittelalter. Ja, das kommt noch dazu. Übrigens, Lobineau und du, habt ihr... Haben wir was? Habt ihr etwa... Du weißt schon. Was weiß ich? Habt ihr es getrieben? Ach, das meinst du? Ja, das meine ich. Haben wir es getrieben? Das habe ich gefragt. Hör mal, George. André ist ein guter Freund. Ach ja? Dann wuselt er nur zufällig ständig in deiner Nähe herum. Er ist zufällig Experte für alte Handschriften. Wen hätte ich sonst fragen sollen? Einen uralten, klapprigen, hässlichen Experten natürlich. George. Schade, dass wir den nicht reparieren können. Schwamm drüber. Das war wirklich kein ideales Fluchtauto. Nee. Nee. Wieso trägt er eine Jacke und sie jetzt nicht? Ist ja auch egal. Hallo? Ist da jemand? Kein Zweifel, es war verschlossen. George, wer ein solches Tor kauft, der schließt es auch ab. Du könntest ja auch mal überlegen, wie wir reinkommen. Die Sprechanlage zum Beispiel, aber speichern. Speichern! Wer macht da denn jetzt auf? Was willst du? Hallo, schöner Abend, wie? Hau ab! Ich brauche dringend Hilfe. Mein Auto... Pech. Ja, aber... Das ist ein Privatgrundstück. Hau ab! Ja, okay. Tschüss! Ich finde, seinen Umgangsformen fehlt der letzte Schliff. Hast du wirklich gedacht, er würde dich reinlassen? Ich habe jedenfalls bessere Manieren erwartet. Ja, scheiße gelaufen. Hübsche Drachen. Wir sind hier nicht auf einer Bildungsreise, George. Trotzdem will ich mich der hiesigen Kultur nicht verschließen. Dann werden wir es nochmal probieren. Da war ein kleiner Knopf. Wir geben dem so richtig auf den Sack. Dem Profi. Hau ab, habe ich gesagt. Nee. Scheiße. Okay, wir haben auch nicht mal eine Möglichkeit, mit dem zu quatschen. Das ist natürlich blöd. Vielleicht kommen wir da irgendwie anders hin. Guck mal, hier können wir zum Beispiel auch nochmal gucken. Auf den Säulen standen zwei steinerne Statuen. Können wir mit ihr darüber reden? Nico? Den ja? Ablenken? Ah. Nico, würdest du bitte auf diesen Knopf drücken? Was hast du vor? Vielleicht kannst du den Wächter dazu bringen, das Tor zu öffnen. Mach doch mal. Okay, sie glitscht. Jetzt glitscht sie dahin. Habt ihr es gesehen? So ein Quark. Was willst du? Oh. Hallo, Chérie. Mein Auto hat eine winzig kleine Panne. Könntest du mir wohl helfen? Oh, dir könnte ich bei allem Möglichen helfen. Du bist zu süß. Okay, jetzt... Oh nein, aber wie... Du bist Französin, richtig? Unglaublich. Woher weißt du das? Ich komme viel rum. Oh ja, das glaube ich. Und was hat ein so hübsches kleines Ding wie dich hierher verschlagen? Ich habe Ferien. Eigentlich kommen hier nicht viele Touristen vorbei. Ich habe mich verirrt. Und ich habe dich gefunden, Püppchen. Wo ist das Weichei? Er hat mich hier stehen lassen. Er meinte, er wolle Hilfe holen. Bah. Also, wo fehlt's denn? Mein Mietwagen ist irgendwie
kaputt. Das ist ein Trabi. So sind die gebaut. Könntest du nicht zumindest mal nachsehen? Ich bin im Dienst. Ach bitte. Ich wäre so dankbar. Wie dankbar? Sehr dankbar. Nicht dankbar genug. Lass ihn eine Weile abkühlen, dann springt er wieder an. Scheiße. Hey du, wo willst du hin? Hau ab. Scheiße. Ich dachte, ich kann schnell da durch oder so. Okay, das war ein langes Ablenkungsmanöver, das wir hätten gut nutzen können. Hallo, hallo. Okay, ich kann wieder laufen. Vielen Dank. Ist halt die Frage. Er ist ja ein bisschen hier hingekommen, aber war das jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Nico? Ja? Ja, wir können das wieder machen. Das heißt, wir müssen in der Zeit irgendwas tun. Das Auto war dahingeschieden und ich konnte es nicht wiederbeleben. Okay, dann was anderes, was wir tun können. Ich habe halt so gedacht, ob wir irgendwie in der Zeit darüber klettern können. Aber er ist halt auch nicht weit genug nach vorne gekommen. Auf den Säulen standen zwei steinerne Statuen. Was hat das mit den Statuen auf sich? Ist das irgendwie wichtig oder so? Ich versuchte hindurchzuspähen, aber es gab keinen noch so winzigen Spalt. Wenn er jetzt wieder... Ich hörte einen Hund auf der anderen Seite. Oh nein, nicht wieder ein Hund. Anscheinend sind sie hier sehr auf Sicherheit bedacht. In der Tat. Du lenkst den Hund ab und ich schalte den Wächter aus. Sehr witzig. Wenn wir hier nicht aufpassen, machen sie Blumendünger aus uns. Alright. Ich gehe diesmal auf die andere Seite. Vielleicht bringt mir das ja was, hier zu stehen. Anstatt da hinten. Na, wenn er ein bisschen weiter rauskäme... Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich dir nicht helfen kann. Aber es ist so einsam hier draußen. Bitte, sprich wenigstens ein bisschen mit mir. Na gut, aber nur ein paar Minuten. Oh, er kommt. Wie heißt du denn hier? Boris. Scheiße. Oh, hey du, wo bist du? Nein! Hau ab! Oh nein, das ist kacke gelaufen. Aber komisch, er stand gar nicht zu uns. Einfach nochmal, aber... Das ist ja richtig dumm, natürlich, weil jeder Wächter würde das natürlich jetzt nochmal machen, weil er den Trick jetzt nicht durchschauen würde. Das heißt, er weiß doch, dass sie jetzt doch nicht alleine ist. Das ist so ein Quark. Aber wir machen das einfach nochmal. Ja? Kannst du ihn nochmal ablenken? Ja, es ist total bescheuert, aber ich glaube, der Ansatz war nicht schlecht. Ich bin so einsam. Bitte komm mit, Cherie. Hör mal, Elaine, ich kann nicht dauernd rauskommen und mit dir reden. Elaine. Nur noch eine kurze Moment, Boris. Bitte. Na gut. So, ich warte mal ein bisschen. Wohnst du in Prag? Wenn ich nicht im Dienst bin, ja. Oh, lass uns hingehen. Wir beide, nur du und ich. Wir könnten die Stadt besichtigen. Kann man schleichen? Zum Abendessen, tanzen gehen, einen Spaziergang im Mondschein machen. Das wird wohl nicht gehen. Wie? Warum nicht? In Prag sind nachts immer... Was ist mit deinem Macker? Zu nichts zu gebrauchen. Den will ich sowieso loswerden. So, so. Mhm. Das Problem ist, meine Frau wäre sauer, wenn ich mit einer anderen Puppe in Prag ausgehe. Oh nein, ich will kriechen. Wie ist denn erfahren? Überall reden die Leute davon, wie modern ihr französischen Frauen seid. Komisch. Niemand redet über unsere moderne Musik. Weil sie bescheuert ist, das weiß doch jeder. Ja, ich muss das rausbekommen, wie man kriecht. Anders wird das nichts. Und jetzt machen wir kriechen und weisen dem eine neue Taste zu. Ja, gib dir mal eine Taste. Irgendeine. Die. Nee, die geht nicht. Die. Gut. Jetzt. So, jetzt probieren wir es nochmal. Yeah! Guck mal, wie cool wir sind. Aber ich... ich kann schleichen. Ja, Steuerung rechts hat leider nicht geklappt gehabt. Super! Beifall für Felix. Vielen Dank für die Hilfe, für die schnelle Hilfe. Yay! Okay, so, jetzt das Ganze nochmal. Das ist das letzte Mal, George. Diesmal musst du einfach reinkommen.
Der Wächter ist auch gar nicht genervt. Und wir auch nicht. Sie reden auch schon gar nicht mehr, kommt direkt mit. Also, Mademoiselle, das ist... Oh mein Gott! Wie weit geht... Wie weit sie geht! Und jetzt muss ich nicht kriechen? Ich mach gar nichts! Seriously? Ich... Die erste Hürde hatte ich überwunden. Aber drinnen waren noch mehr Wächter. Okay, wenigstens kann ich hier schleichen. Hunde bei sich.